Trauer und Wut waren am Dienstag in Hatay zu spüren. Zum ersten Jahrestag des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien versammelten sich in den frühen Morgenstunden mehr als 10.000 Menschen im Zentrum der türkischen Stadt zu einer Mahnwache. In Erinnerung an ihre Lieben, die sie durch die Katastrophe verloren haben. In das Gedenken mischte sich aber auch Protest. Teilnehmer forderten den Rücktritt der Regierung, des örtlichen Polizeichefs und des Bürgermeisters von Hatay. Eine Rede von Gesundheitsminister Fahrettin Koca wurde von Buhrufen begleitet. Wir haben vom Gesundheitsministerium nichts Gutes erfahren, sagt diese Frau. Sie haben uns vergessen und verlassen. Alle haben hier um ihr Leben gekämpft. Sie haben die Menschen dem Tod überlassen. Tausende von Menschen sind hier gestorben. Wo waren sie? Warum haben sie Hatay einfach so verlassen? Diese Frau wirft für jedes Familienmitglied, das sie bei dem Beben verloren hat, eine Nelke in den Fluss. Niemand sei an diesem Tag bei diesen Menschen gewesen, sagt sie. Ihr Schmerz ist, dass sie nicht gerettet werden konnten, dass ihre Stimmen nicht gehört wurden. Das Beben der Stärke 7,8 hatte am 6. Februar 2023 ganze Städte im Südosten des Landes und im benachbarten Syrien dem Erdboden gleichgemacht. Allein in der Türkei starben mehr als 50.000 Menschen, in Syrien fast 6.000 weitere. Millionen wurden obdachlos. Nach der Katastrophe hatte die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan versprochen, innerhalb von 2 Jahren 680.000 Häuser in 11 Provinzen wieder aufzubauen, darunter etwa 250.000 in Hatay. Allein dort leben derzeit noch rund 215.000 Menschen in Containersiedlungen.